Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vorschlag der Piraten, Schadstoffbelastung zu reduzieren, indem man an Tagen mit besonderer Schadstoffbelastung im öffentlichen Personennahverkehr einen Nulltarif einführt, ist unserer Ansicht nach nicht zielführend. Er ist gut gemeint, aber er ist kein Antrag, der das Problem wirklich löst, sondern der mit einer Vielzahl anderer Probleme verbunden ist. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, wenn Ihr Vorschlag wirken soll, und Sie haben ja genannt die Zahlen, dass in anderen Städten wir Zahlen von 20 bis 30% Fahrgaststeigerung haben,